am Freitagnachmittag landeten auf der ehemaligen Royal Air Force Station Ballingato die ersten Flugzeuge. Für das am Wochenende stattfindende Flugplatzfest Tag der Reservisten auf dem heutigen Gelände des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr Flugplatz Berlin-Gatow. Am Samstag und Sonntag gab es für die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, bei sommerlichem Wetter sich auf dem großen Gelände des Flugplatzes an zahlreichen Ständen zu informieren und interessante Sachen und Ausstellungsstücke der Bundeswehr aus der Nähe zu betrachten. Ja. Was?